oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App, der App Vimage, unreleased, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie noch unreleased. Das bedeutet, das ist eine noch nicht veröffentlichte App, sie kann instabil sein. Diese App ist mit einigen deiner Geräte kompatibel. Mein Testgerät wie immer, das Xiaomi Mi 5S, man kann die App wunderbar im Play Store finden und installieren. Vimage, das kann man schon darauf kommen, die Mischung zwischen Image und Video, das ergibt dann Vimage. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.3 oder höher. Grundsätzlich momentan gratis. 1,69 Euro pro Artikel sind die In-App-Käufe. Bin ich noch tatsächlich gar nicht drauf gestoßen. Und Bewertung gibt's noch keine. Ja, weil unreleased oder so. Was kann man damit machen? Pick or take a photo. Choose which effect or motion do you need. Do the editing job. It's easy and super quick. Finally save or share the image and you know what? It's free. Das ist eine geile App. Also die Funktion gar nicht unbedingt, aber das ist eine hübsche App. Eine richtig hübsche App, die ich sonst unter iOS erwartet hätte. Ich bin tatsächlich ganz begeistert. Ihr nehmt also zum Beispiel ein Foto, was ihr geschossen habt, packt das da rein und dann könnt ihr irgendwie einen flatternden Kolibri da rein, da reinsetzen. Das Ganze, also ihr könnt nicht irgendwie, Gesichter animieren oder so, sondern ihr könnt halt Effekte da reinsetzen. Das Ganze sieht wirklich gar nicht mal so künstlich aus, sondern echt nett, finde ich. Nicht immer, aber häufig, je nach Effekt und je nach Bild. Und das Ganze wird einfach als Video abgespeichert. Und das könnt ihr dann sharen. Da werden vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, GIF-Abspeichermöglichkeit oder so wäre noch nett gewesen. Aber die App an sich ist wirklich wunderschön und funktioniert einwandfrei. Ohne Abstürze bis jetzt jedenfalls bei mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.